befinden uns da in der Gemeinde Scharnstein in der Ortschaft Mühldorf. Die Feuerwehren des Pflichtbereiches Scharnstein wurden zu einem Wohnhausbrand in diesem Bereich alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort ist bereits der Dachstuhl des Gebäudes im Vollbrand gestanden. Personen waren keine mehr im Gebäude, es sind keine verletzten Personen. Nach der ersten Lageerkundung wurde sofort auf Alarmstufe 2 erhöht und es sind insgesamt 11 Feuerwehren mit 21 Fahrzeugen und ca. 125 Mann derzeit im Einsatz. Es handelt sich hier um einen Malereibetrieb, wobei die Malerei selber vom Brand nicht betroffen war, sondern nur der Wohnbereich. Ja, die großen Schwierigkeiten sind natürlich heute die tiefen Temperaturen, das Löschwasser vereist, zum Teil beim Aufbringen. Im hinteren Bereich hat man natürlich nur einen Teil, wo jetzt der Flachdach drüber ist, wo man jetzt einarbeiten muss, damit man da die letzten Glutnester da beseitigen kann. Dieser Stützpunkt von Trilix Löschgerät wurde alarmiert und ist da im Einsatz. Man versucht mit diesem Bohrlöschgerät in Zwischenräume vorzudringen, wo man mit Wasser alleine nicht hinkommt. Da ist natürlich dieses Spezialgerät eine große Unterstützung für die Einsatzkräfte. Die Atemschutztruppe werden wir natürlich immer wieder auswechseln zwischendurch und wir sind jetzt schon versorgt werden von einer nahegelegenen Bäckerei mit warmen Getränken, dass wir auch die Einsatzkräfte da dementsprechend versorgen können. Der Brand ist unter Kontrolle, es werden jetzt noch Nachlöscharbeiten durchgeführt.